So Leute, da sind wir wieder bei Mass Effect an derselben Stelle, wo ich mich das letzte Mal am Ende rauskatapultiert hatte, nämlich bei einem Plutonium-Vorkommen. Und das versuchen wir uns jetzt mal unter den Nagel zu reißen. Mineral gefunden, Plutonium-Vorkommen entdeckt, sehr schön. So, dann muss ich hier noch eine Wegmarkierung setzen, genau. Rasch, rasch, und der will uns über diese Ebene lotsen. Und die Musik hört da auch gleich auf. Nein, ich will nicht über die Ebene. Ich werde mich immer so am Rand des Gebirges halten. Denn ich ahne das Schlimmes. Etwas mit zwei SCHs, Dreschschlund genannt. Vielleicht irre ich mich, vielleicht bin ich noch ein bisschen paranoid, kann ja sein, aber das hatte ich einfach schon so oft bei dem Spiel, dass dann irgendwie Dreschlunde aufgetaucht sind, ja. Und mal Hallo gesagt haben, aber jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich hier fahre. So. Ein oranges Fragezeichen. Wow. Anomales Vorkommen. Aha. Kraftstofftank. Aha. Abgeschlossene Kiste. Deschiffrierungsfertigkeit zu gering. Technik-Kit. Oh oh. Nexus 7 Medizin-Interface. Materialien-Schrift gefunden. Dininaga. Deschiffrierungsfertigkeit zu gering. Okay. Signal ausschalten. Nahe des Transmitters empfängt ihr Kommunikationssystem die Aufzeichnungen eines erhabenen Streichquartetts. Sie deaktivieren das System. Wer immer hier gelebt hat, ist schon sehr lange nicht mehr hier gewesen. Die Kisten sind mit dem Kreidestaub von Hohe bedeckt und die Statusleuchten der Hütten zeigen an, dass die Atmosphäre schon seit langer Zeit nicht mehr aufrechterhalten wird. Aha. Dann, wo geht's als nächstes hin? Wissenschaftsbasis. Eine harte Nummer, aber unser Marco schafft das. Sehr schön. Sehr schön. Die Ebene hier ist mir zu eben. Immer hier am Rand lang. Ist da nochmal was? So rein vorkommenstechnisch. Ja, da ist nochmal irgendwas. Da machen wir doch kurz einen Umweg. Hier. Quecksilber. Quecksilbervorkommen entdeckt. Jawohl. Gibt immer ein bisschen was. Und jedes kleinste bisschen hilft, das wisst ihr. So. Ah, da ist es schon, dieses Camp. Ich habe es gerade beim Sprung gesehen. So. Jawohl.
Und was finden wir hier? Ah, hier. Hier können wir rein. Ach so. Nein, will ich nicht. Auf ihrem Befehl, ja, Verzeihung. Schalten Sie die Terroristen aus, aber seien Sie umsichtig bei der Wahl Ihrer Ziele. Die Zivilisten sind von der Droge so weggetreten, dass sie geradewegs in ein Feuergefecht hineinlaufen. Oh, viele Pflanzen hier. Ja, ich weiß, ich muss mal wieder aufräumen. Das mache ich dann zwischen dem, also praktisch am Ende von dem Part vor dem nächsten, also offline. Okay. Muss man also aufpassen auf die. Achtung! Los! Das ist ein Unschuldiger. Ich mache ich fertig. Los. Was tun sie denn? Ich mache ich fertig. Lass mich aufstehen. Ich mache ich fertig. Wir sind die Evolution der Menschheit. Die können die Zukunft nicht aufhalten. Ach, können wir nicht? Wir sind doch selber Biotiker, ihr Witzbolde. Wo ist denn der? Da oben. Sehr schön. Okay. Ich glaube, also ich zumindest kann für mich sagen, ich glaube, ich habe keinen wahnsinnigen Wissenschaftler. Oh, aber da hinten wird es weiterhin rot. Ich mache ich fertig. Sie haben die Einrichtung geräumt und unter Kontrolle gebracht. Alle Zivilisten konnten gerettet werden, aber sie zittern immer noch und schreien die Mülleimer an. Die Evolution der Menschheit also. Diese Biotiker schienen sich nicht von den übrigen Verbrechern zu unterscheiden. Aha. Ah, hallo, wahnsinnige Wissenschaftlerin. Okay. Hier noch irgendwas zum Einsammeln? Ja, abgeschlossene Kiste, Dechiffrierungsfertigkeit zu gering. Naja, hätten wir ja. Ah, hier. Crossfire 7 Sturmgewehr. Aha. Da ist noch was. Oder? Doch, da ist noch was. Aber auch da ist meine Fertigkeit zu gering. Upgrade Kit. Ja, ich weiß. Ich muss aufräumen. Hab schon verstanden. Energiegewebe 7. Wo bin ich denn? 142 von 150. Aber ich glaube, das war's jetzt hier auch. Kann ich dich ansprechen? Blasen! Aber wenn ich sie berühre, zerplatze ich! Alles dreht sich! Okay, strange. Was sagst du mir so, Nettes? Wenn ich nicht stillhalte, kommt alles raus. Und dann bin ich nicht mehr ich selber. Ich bin nicht ich, wenn alles rauskommt. Ich muss stillhalten. Wo ist es? Haben Sie es gesehen? Eben war es noch hier. So schön. Es ist alles so wunderschön. Sehen Sie es nicht? Nee, ehrlich gesagt nicht. Tagebucheintrag. Hackett-Bericht erstatten. Sie haben die Gefahr durch die biotischen Fanatiker ein Ende gemacht. Kehren Sie zurück zu Normandy und nutzen Sie die Galaxiekarte, um Admiral Hackett Bericht zu erstatten. Na, das machen wir doch dann auch. Ich habe jetzt außersehen die Tür zugemacht. Das machen wir doch dann auch. Damit er noch weiterhin stolz auf uns sein kann. Aber wir müssen ja vorher noch eine Trümmervorkommen untersuchen. Genau, da haben wir doch noch was gehabt. Ach, das hätten wir auf dem Weg, dieses Mineralien hätten wir auf dem Weg eh gefunden. Na gut.
Bin mal direkt dran vorbeigefahren, ne? War ich etwas zu voreilig vorhin. Bäh. Oh, mitten über die Ebene. Sollen wir es wagen? Ich bin mal wagemutig. Ja, war so klar. Ah, komm, es war so klar. Ja, war klar. Aua. Ich hoffe, es tut weh. Ja, supi. Alles sicher, Kommander. Was ist jetzt mit dem? Der tot oder was? Ach ja, da war ein kleiner Grafikfehler. Alles klar. Nee, es war so klar. Also wirklich, Ebenen muss man meiden wie sonst noch was, weil da sind ziemlich sicher bei dem Spiel immer Dreschlunde. Alles klar, das hab sogar auch ich verstanden. Juhu, wo sind die Trümmer? Da sind die Trümmer. Los geht's! Los geht's! Da sind doch Trümmer, oder? Ah, hier. Elektronikfertigkeit zu kriegen, war doch klar. So Leute, zurück zur Normandy. Hätten wir das auch erledigt. Und wir müssen ja jetzt Admiral Hackett Bericht erstatten. Neuer Nachrichteneingang, stelle durch. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie das schaffen, Commander. Wie bitte? Sie konnten die Basis sichern und die Biotika neutralisieren, ohne dass es zivile Verluste gab. Schön, dass ich helfen konnte. Ich mache nur meinen Job, Admiral. Ich wollte keine Unschuldigen opfern. Ich wünschte, jeder Soldat hätte Ihre Auffassung von Ich mache nur meinen Job. Sie sind es wahrlich wert, diese Uniform zu tragen, Shepard. Wir stehen in Ihrer Schuld. Fünfte Flotte Ende. So. Ja, was machen wir denn als nächstes, Leute? Ich würde sagen, es wird Zeit für unseren zweiten, den größeren und spannenderen DLC, nämlich Asteroid X57. Der DLC heißt Kollisionskurs. Dann begeben wir uns mal in den Exodus Cluster nach Asgard. Auf Kollisionskurs. So, vorher, bevor wir uns zu Asteroid X57 begeben, schauen wir uns aber nochmal um. Terra Nova. Terra Nova wurde bei der ersten Welle der Allianz-Erkundungen entdeckt und war ein Kolonisierungskandidat der Klasse 1. Der Planet war die zweite extrasolare Kolonie der Menschheit, der Menschen und die erste jenseits des Caron-Relais. Derzeit hat er die höchste Bevölkerung aller Allianz-Kolonien. Okay, dann haben wir dich hier, Bor. Bor ist nichts los. Ist da der Planet Tyr? Tyr steht sperrangelweit offen und Loki. Auch Loki hat aber nichts. Gut. Ja, Leute, X57, diesen Asteroiden, auf dem landen wir dann am Anfang vom nächsten Part, weil das in dem Part ist nur anzufangen, das macht keinen Sinn. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und mich begleitet bei diesem spannenden DLC. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und würde sagen, bis bald. Ciao.